Jo, ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Guild Wars 2 Tutorial. Wir kennen es von den Greifen, wir kennen es von den Rollkäfern. Jetzt ist die Himmelschuppe dran. Und die Himmelschuppe hat im Grotmartal ihre eigene Prüfung erhalten, die Himmelschuppenprüfung. Die Himmelschuppenprüfung befindet sich am Aussichtspunkt und am besten gelangt ihr dahin, wenn ihr vom Dalada-Wald und der gleichnamigen Wegmarke hierher kommt. Wer keine eigene Himmelschuppe hat, kann sich hier auch eine leihen. Ihr müsst 15 Magiebubbles einsammeln und das zwischen all diesen gebrandmarkten Kristallen. Es geht rauf und runter, es geht rechts und links und in unter 58 Sekunden für den Golderfolg ist das ganz schön hart. Ich kann euch nur an die Hand geben, am besten von oben nach unten vorzugehen und möglichst viele Bubbles auf der gleichen Strecke mitzunehmen. Hier erstmal mein exemplarischer Flug. Wie ihr seht, benutze ich möglichst oft die Fassrolle, immer wenn sie aufgeladen ist. Und nur an ganz wenigen Stellen versuche ich einen Aufwärtsflug zu machen. Es gibt sicherlich noch eine bessere Route, aber es ist auf jeden Fall auch ohne die Spezialfähigkeit auf der 7 zu schaffen. Yay! Das war's von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch viel, viel, viel Erfolg und ganz viel Spaß mit der Himmelsschuppenprüfung.